Hallo, ihr Gewehrlinge. Baron Drinki, der erste von Gewehrland und seine Gefährten sind in Amax Grab unterwegs, haben schon zwei Prüfungen bestanden. Stärke und Schmerz. Jetzt geht's hier den nächsten Gang entlang. Au. Okay. Das ist böse. Kommt mal her. Also zum einen. Ich find's nie wieder. Hier. Schutz vor Energie. Elektrizität. Und Regonga. Bitte. Regonga. Bitte ohne Zauberstäbe. Die hast auf der Stufe 3. Auf die selbst. So, mach bitte. Gut. So, aber die Blitze sind viel mehr als dieses Feuer, deswegen Blitz und nicht Feuerschutz. Du nimmst dann wieder dein Amulett an den Hals. Und dann rennt ihr da bitte irgendwie einfach durch. Oh. Stopp. Herr Baron hat doch was entdeckt. Geifercheck-Alarm. Da hinten. Oh, Schwierigkeitsgrad 40. Schweinehunde. So, hör mal auf zu schleichen. Und wieder mal durchrotzen. Eins, zwei. Hast nur zwei? Echt? Eins, zwei. Mach das Ding auf. Jetzt. Gut. Durch. Und ihr? Eins, zwei, macht hin. So. Jetzt ist die Frage, ob wir nochmal gucken sollten, ob da hinten irgendwas ist. Drinki ist gut geschützt. Als Schurke auch da ziemlich gut. Oder auch nicht. Was war denn das? Das war ich nicht. Das war ein Barbar. Aua. Ganz viele tote Barbaren. Kann man die irgendwie ausschalten, ja, dieses Zeug? Was ist das hier? Der Schalter? Du hörst das Klappern und Quietschen uralter Mechanismen, als diese irgendwo unter dir in Gang gesetzt werden. Heißt das, jetzt ist hier... Nee. Das heißt offenbar gar nichts. Ist hier irgendwas? Nein. Auf der anderen Seite vielleicht noch einer? Hm. Tja. Nee. Weiß nicht, wie man das ausschaltet. Ah, hier vielleicht. Okay, Geifercheck-Alarm. Erstmal der erste. Da, links. Ich habe es fetisch. Ist ja gut. Schaut das aus. Ist das ja nur los? So, da bestimmt eine Reihenfolge. Muss ich jetzt nochmal an das andere hin, oder wie? Mach hin, Dringil. Ne, da kann ich nichts machen. Ich finde... Oh, ich finde einiges. Warte mal.
Da war was dabei, was komisch ist. Amuletta natürlich nur plus 1, finde ich. Und ein alter Kelitenschwertsplitter ist gefunden worden. Jo, das ist wohl irgend so ein Teil für so ein Schwert, was ich basteln kann? Fragezeichen. Hier, das Ding. Sieht aus wie das, was Amiri hat. Mhm. Okay. Herr Baron, ich glaube, die Blitze sind jetzt weg, richtig? Dafür tobt hier der Bär. Ach so, jetzt kann ich da was machen. Vielleicht. Knock, knock. Please not rap score. Nee, du kannst hier nichts tun. Weg da. Oh, ich bin ein bisschen überfragt, was ich hier machen soll. Ah, da ist was. Aber es auch nicht. Entweder entdeckst du nicht, was du da machen musst, oder? Okay, Moment. Hier im Gang gab es so eine Schale. Vielleicht gab es da in dem anderen Gang auch eine. Ich habe die nur nicht gesehen. Ach, hier ist noch eine. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Stopp. Was steht da? Den Fallen nach zu urteilen, wurde die Grausamkeit ihrer Schöpfer wohl nur von ihrem Einfallsreichtum übertroffen. Ah, da ist so eine Dingeswummens, ja. Aber die macht ja auch nichts. Wo soll ich denn das machen hier? Hier unten ist auch noch so ein Teil. Oder ist das einfach nur Kulisse, meine ich? Ich habe jetzt hier die Feuerbälle. Ach, hier, es geht jetzt weiter. Ach so, ich muss jetzt doch von einem zum anderen rennen. Muss aber erstmal herausfinden, in welcher Reihenfolge, weil hier hatten wir ja schon mal gedrückt, richtig? Oh Mann. Da ist es nicht. Das ist auch nicht. Ach, jetzt ist hier offen. Ach, müssen wir jetzt hier durch, oder wie? Nach hinten. Du hörst ein seifes Klicken aus dem Korridor hinter dir. Wie es scheint, sind die Fallen auf dem Rückweg keine Gefahr. Look ahead. Okay, wir sollten offenbar nur hier reinrennen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein Rätsel, dass man in einer bestimmten Reihenfolge irgendwelche Sachen drücken muss. Und das aber vorher nicht sehen kann, welches dieser Schälchen drückbar ist. Dann fängt man halt hier an, muss dann immer wieder gucken, wo jetzt die nächste Hand aufgetaucht wäre. Und dann in einer richtigen Reihenfolge gedrückt, wäre das dann weggegangen. Aber offenbar ist es nicht so. Look ahead, wir haben einen Geheimversteck-Alarm, den nächsten, da. They'll never see me coming. Schreckgespenst. Das ist jetzt doof, weil wir keinen Todesschutz mehr haben. Dann muss es halt so gehen. No mistakes. Was sagst du so einfach? Schuss. This should do it. Oh, was bist denn du? Scheiße, jetzt könnte ich Feuerschutz brauchen, den ich nicht mehr habe. Toll. Ich bin gegen Blitze geschützt. Das ist super. Das läuft absolut geil. Aua, 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 aua. Das ist doof. Achso, Energie widerstehen haben wir noch. Du musst erstmal dahin laufen. Ist er davor? Michel? Ich hatte das Energieschützen und nicht Energie widerstehen gemacht. Feuer, jetzt schnell. Schreckgespenst, das muss weg, damit es hier nicht irgendwelche Debuffs verteilt.
Gut. Feuer sollte nicht mehr das Problem sein. Was für ein Theater. Wow. Hat jemand sich irgendeine Stufe eingefangen oder irgendwas Fieses? Nee. Schwein gehabt. Was haben wir da? Ein Kistchen. Das ist ja fast zu einladen, Herr Baron. Finden Sie nicht? Aha. Geheimversteck-Alarm Nummer 1. Da links. Kästchen. Mit. Was war das für eine Schwierigkeit? 35. Ist aber nur Krempel drin. Was ist da? Lupe. Nicht alle von Armags Trophäen sind ausgestellt. Aha. Und das Ding hier? Birgt ein Amulett, das Regonka identifiziert als Amulett der Flingenfäuste plus 2. Das braucht ja kein Mensch. Das ist nur eine kleine Schatzkammer hier gewesen. Mit Bewachung. Ach, der Typ hier noch, richtig. Krempel. Alle Beute weg, alle Beute weg. So, okay. Raus. In der Schatzkammer geht es offenbar nicht weiter. Oh, das könnte der nächste Prüfungsraum sein. Ja, vielleicht. Speichern. I am prepared. Was? Ja, Skelette. Schleich mal. Schreckgespenst, okay. What's that thing? Okay, die haben Stufen verteilt, zum Glück nur auf Valerie. Kommt mal zusammen hier. That is not far. Michel, Tuddel, Valerie gesund. Eine Genesung haben wir noch. Und? Stufen weg. Jupp. Du kannst mal den da machen. Gut. Das ist eine Art Lagerraum in einem Grab. Mhm. Ratten inklusive. Das hier war ein Geheimversteck-Alarm, glaube ich, oder? Da oben einer dieser Kisten. Glaube schon. Vielleicht sogar die hier. Kreditenscham ist Fetisch. Und das war hier nichts. Da. Truhe, Krempel. Skelettbogenschütze, Krempel. What a find. Und das nächste Türchen, da rechts. 35er Schwierigkeit. This is not possible. Hi, Donai. Komm her. Was wollte ich machen? Ich will dich umziehen. Ne, hier will ich klicken. Ah, ist ja kompliziert. Du gehst dahin. Und du gehst dahin. Und ja, wir gucken zu. I did it. Ja. I did. Klar. 16 gewürfelt. Kein Problem. Ist aber nur Krempel drin. Und bitte wieder umziehen. Kram. Soweit so gut. Amax Grab, genau. Ach so, es geht auch. Ich habe jetzt zwei Wege. Aha, aha. Wo führst du hin?
Eine Art Waffenkammer. Skelettschreiter. Gorum-Kleriker. Schreckgespenster? Erstmal nicht, eigentlich. Theoretisch. Alle gehen mal dahin. Baron. Focused on the Gorum-Kleriker. Wobei, als Barbar hat der wahrscheinlich diesen Schutz gegen... Nö, hat er nicht. Das sind nur irgendwelche Skelette. Die dürften keine Stufen austeilen. This will hurt. Ach so, ihr Fernkämpfer, haut den da bitte um. Gut. Au, Falle. So viel zum Thema, keine Stufen. So ein Drecksladen hier unten. Gerade die, die Geschicklichkeit brauchen, haben sie nicht mehr. Okay. Also. Genesung kann ich einmal wieder herstellen. Und dann... Ja, Ekondario braucht Flüssigkeit. Ah, trinke ich brauche eigentlich eher. Egal. Gut. Ich habe hier noch so eine... Nee, Heilung nicht... Vollständige Genesung. Band aber alle dauerhaften und vorübergehenden negativen Stufen der geheilten Kreatur. Heilt alle vorübergehenden Attributsschäden und stellt alle dauerhaften erzogenen Punkte aller Attributswerte wieder her. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Auf Dringil. Jawohl. Mich hier selber bräuchte es auch noch. Auch und du auch. Okay, das heißt, wir sollten jetzt mal eine Rast machen. Und bei der Gelegenheit ein bisschen das Zauberbuch noch verändern. Also, ich brauche hier mehr Todesschutz. Energiewiderstehen brauche ich nicht. Also, das kommt dahin. Göttliche Macht. Ja. Und dann hier unten das mit dem... Vollständige Genesung ist auch nicht schlecht. Dann nehme ich das dazu, wenn ich es finde. Es ist das Männchen, das im Schneidersitz hockt und meditiert. Da. So. Okay. Dann macht euch hier ein Voll. Was? Will ich gar nicht. Achso, plündert erstmal. Der hat ein bisschen dabei. Und zwar. 200 plus 1, Amulette der natürlichen Rüstung plus 1. Unten im Eck ist noch eine Kiste. Krempel. Das ist eine Waffenkammer hier offensichtlich. Und da geht's irgendwo hin. All according to plan. Okay, ihr macht euch jetzt hier bitte ein Feuerchen. Dann ruht und rastet ihr. It's difficult to live without faith. I couldn't do it. Forgive me if my words seem rude, but you only need faith because you've survived what you have. You need faith like a lame man needs his crutches, and I need it like a healthy man does. Da unterhalten sich Ekondario und Valerie. Ekondario, es ist schwer, ohne Glauben zu leben. Ich könnte das nicht. Und Valerie, verzeiht, falls meine Worte unhöflich klingen, aber ihr braucht den Glauben wegen dem, was ihr überlebt habt. Ihr braucht den Glauben, wie ein Lama Krücken braucht. Und ich brauche ihn wie ein Gesunder.
Ah, sie ist atheistisch oder was? Das in einer Welt mit 1000 Göttern. Okay, so, jetzt haben wir hier das Problem mit diesem... Something bothering you? Hm. Was war das? Ach, das war das Ding da, richtig. Da könnten wir... das reintun. Also, erstmal die normale Genesung. Mhm. Nochmal auf dich. Gut. Dann wieder die verschiedenen Buffs auf den Hund. Da und right here, my friend. Das magische Gewand. Keep your eyes open. Und das da. Und er bekommt auch das da. Gut. Und ihr rennt mit dem Segel durch die Gegend. Und Todesschutz spare ich mir erstmal, bis ich weiß, dass wir wieder gegen Schreckgespenster kämpfen. Drinken bekommt Licht auf die Birne. Und dann geht's vielleicht in den nächsten Prüfungsraum, Fragezeichen. In due time. Könnte sein. Oh. Ein Eisengolem. Wie war das? Eisengolems haben irgendwie Gift oder so? Ich habe irgendwie was im Kopf, dass das so wäre. Das klingt komisch, aber... falls dem so ist... will ich nicht mit diesem Zauber sparen. So. Schmeiß dir mal ein Säureding drauf. Ja, ja, das machen wir später. Ja, der ist gut. Alle greifen an. Knife time. Knife time. Gut. Hat was dabei. Funkelkram. Geheimversteckalarm. Da unten Kistchen. Dringil. Gib alles. Ja. Oh. Ein Löffel. Ah, hier ist offen. Mhm. Da ist eine Lupe. Da liegt auch irgendwas auf dieser Platte. Interesting. Und der nächste Alarm. In der anderen Ecke. 35er Schwierigkeit. I can't. Oh, Mann. Ich finde was. Alter geliebten Kleidungsfetzen. Aha. So. Goblin umziehen. Macht so viel Spaß. Grrr. Du kommst da hin. Time's not waiting. Hier weiter. Da ist jemand. Was ist das? Schreckgespenster brauchen wir gleich einen Todesschutz für. Aber erstmal machst du hier einfach ganz locker das Ding auf. Und findest Stiefel. Stiefel des Mantikors. Was machen die? Die könnten interessant sein. Gewährt einen Bonus von plus 10 auf die Bewegungsrate und plus 4 auf natürliche Rüstung. Ein Bonus von plus 10 auf die Bewegungsrate und plus 4 auf natürliche Rüstung. Das ziehe ich im Moment mal ihm an, weil er dieses Problem mit der Geschwindigkeit gerade hat. Oh, das Rüstung steigt sogar. Warte mal kurz. Tatsächlich. Ah, jetzt kann ich ihm das hier abnehmen. Okay, gut. Das heißt, du kannst jetzt das tragen. Das ist sogar nicht schlecht. Eigentlich. Oh, was? Was war ich? Dringil? No mistakes. Was ist da?
Auch nix. Und hier in der Mitte, Lupe, liegt ein Stein. Den Fußspuren im Staub nachzuurteilen, wurde in diesem Raum kürzlich gekämpft. Eine der Statuen im Raum ist blutverkrustet. Hm. Wegen Statue. Okay, dann kommt mal hierher, zusammen. That is not far. Michi, du teilst mal Todesschutz aus. Das ist Stufe 4. Das heißt, ich gebe dir jetzt mal das metamagische irgendwas Zauberzepter. Das da, das bis Stufe 6 funktioniert. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Jetzt müsstest du ja das doppelt so lange machen können, richtig? Also. Hund. Valerie. Knock, knock. Das haben wir 25 Minuten, das stimmt. Was das jetzt hier verbraucht, es geht trotzdem zurück zu Regonga, weil es dahin gehört. Okay, so. Dann. Dahin. Schleichen. Und. Schuss. Time for fun! Alle, da ist Mr. Regonga schneller sein. Ja, ist er. Gut. Gut. Was kommt da? Was ist denn das? Geht mal zurück. Ah, das ist so eine Zaubertussi. Ich habe keinen Bock, wieder so eine Falle reinzurennen in dieser Kammer. Angriff. Und es ist die Weg oder wie? Nee. Let's try this way. Gut. Sehr schön. Achtung. Falle. Bing. Nee. What a find. Da freut er sich. Schwierigkeitsgrad 9. Toll. Geimercheck-Alarm da oben. Schwierigkeitsgrad 9. Und er freut sich. Und findet ein Himmelsmetall-Zahnrad. Boah, was man hier alles findet. Keine Ahnung, wofür das wieder ist. Ja, kann man auch hier plündern. Krempel. Darunter. Amulette der natürlichen Rüstung plus 1 und 2 hinter plus 1. Offenbar geht es ja hier weiter. Und hatte ich nicht neulich... Ich hatte doch hier oben auch so eine Chance. Na, das war ich. Irgendwo hinzugehen. Was war hier? Oh. Kacke, da oben laufen welche... Oh, ihr seid Helden. Echt. Scheiße. Wer bist denn du? Valerie und Knock Knock. Okay, ihr könnt ja sogar da lang gehen. Mach mal einen Zwei-Fronten-Krieg hier auf. Gegen Schreckgespenster. Na, wartet mal, müssen wir warten, dass die anderen ihren Platz einnehmen. Dann stören wir von zwei Fronten in den Raum. Eine ungewohnte Taktik, Herr Baron. Sie gehen sowas von zurück. Ehrlich. Was ist da jetzt? Aha. So, ihr erledigt das Gespenst, ihr habt Todesschutz. Und die anderen vergnügen sich da unten. Achtung, fallen! Oder auch nicht.
Lediglich eine weitere Grabkammer. Hier ging es wohl weiter. Sammelt euch. Krempel. Noch eine Waffenkammer. Truhe. Noch mehr Krempel. As it should be. Ah, Moment mal, aber es geht auch nur in den Raum zurück. Also rein, wo ich schon gewesen bin. Dennoch, Geheimversteck Alarm. Ich habe hier eine Geheimtür entdeckt, da. Schwierigkeitsgrad 35. Mach die mal auf. Jo, da komme ich zurück in den Raum, in dem ich schon war. Wer ist da nicht? Dann zurück in die gute Stube und gegenüber ist ja noch eine Tür. Die ist ja offen. Ach so, da oben, wo drin geht, jetzt nicht lang gelaufen ist. Da könnte auch eine Geheimtür sein. Knock, knock. Sieht zwar auch das eine oder andere, aber nicht unbedingt alles. Deswegen solltest du dir das nochmal anschauen. Interesting. Aha. Und die nächste Geheimtür, da oben. 35er Schwierigkeit. They'll never see me coming. Mach mal auf. Ach, das ist wieder so eine Schatzkammer mit... Ah, ich traue dem Spiel nicht. Ihr alle. Geht jetzt bitte dahin. Und Herr Baron. Ja, vielleicht ist die einzige Bewachung hier in dieser Schatzkammer tatsächlich die Falle. Das war eine 32er Schwierigkeit. I can't. Oh. Schon verklickt, Gürtel. Was Korgards gefesselte Wut und geheime Schätze sind der Lohn aufmerksamer Augen. Ah ja, toll. Was ist das für ein Korgard-Gürtel? Gewährt einen Verbesserungsbonus von plus 6 auf Stärke. Das ist nicht schlecht. Ein Kompetenzbonus von plus 5 auf Einschüchterungswürfe und einen Malus von 3 auf Diplomatiewürfe. Erlaubt dem Träger pro Tag 8 Runden in einen barbarischen Kampfrausch zu geraten. Nur rechtschaffene Charaktere können Korgards gefesselte Wut ausrüsten. Erstaunlich, dass so ein barbarisches Ding nur von rechtschaffenen Leuten angezogen werden kann. Das ist nicht logisch. Ich hätte es jetzt gerne Regonga angezogen. Valerie. Da verlierst du Lebenspunkte. Ja, das will ich beim Main Tank nicht haben. Knock, knock, vergiss es. Ja, Regonga wäre eigentlich der Kandidat, wobei er auch... Nee, er hätte auch das gleiche Problem mit den Lebenspunkten. Aber ansonsten wäre das für ihn gar nicht schlecht. Dringil. Nee, den Geschicklichkeitsbuff brauche ich. Bei ihm genauso. Und, naja. Der Michel. Naja. Also von allen, die im Moment dabei sind, am ehesten der Michel. Aber er kann es auch nicht tragen, weil er auch nicht rechtschaffen ist. Okay, 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 okay. Ich vergesse es. Ja, nee. Muss mir schwer überlegen, wer das anziehen kann. So, alle von euch Mäusen gehen jetzt bitte dahin ans letzte... nächste... Ah, Tastenchaos. Au! So, da will ich euch haben. Und hier ist die Episode dann auch zu Ende und weiter mit den Helden in Armax Grab geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.